Ich habe als Teenager eine Menge Musik gehört, die Beatles, die Stones, Jimi Hendrix, die ganze Musik der 60er und 70er Jahre, die war groß. Ich weiß nicht, so wie Maria war ich sehr von den späten 60ern, frühen 70ern beeinflusst, von David Bowie, Sweet, Slade, Susie Quattro, diese Art von Musik. Möglicherweise waren das ganz furchtbare Sachen. Übrigens habe ich kürzlich ein paar Texte gefunden, die ich mit 16 oder 17 geschrieben habe, und die sind wirklich schlecht. Wie weit kümmert ihr euch selbst um die Werbung für euren Hit? Was haltet ihr überhaupt von Werbung? Sometimes it's fun. Manchmal macht es Spaß, aber mitunter wird es dir einfach zu viel. Wenn du 8 Stunden lang in einem Hotelzimmer sitzt und 20 Interviews gibst, die letzten 10 davon sind schrecklich. Aber so läuft das Geschäft und wir müssen eben auf diese Art versuchen, mit unserer Musik so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Wenn wir einfach nur Platten herausbringen würden, ohne auf Tour zu gehen, ohne das Fernsehen, ohne Radio, ohne Videoclips, ohne dies alles würde niemand uns beachten oder unsere Musik wahrnehmen. So funktioniert eben tatsächlich die Musikbranche. Es ist gut und schlecht zugleich. Hast du mir eine Autogrammkarte mitgebracht? Klar.